Tja, also irgendwie sitze ich hier gerade in einem anderen Auto. Ein Monster von einem Auto. Es ist nicht schlecht, aber wie gesagt, ein Monster. Riesengroß, schwarz, viel zu viel PS. Ich fahre hier nur ganz langsam rum und habe nur eine Stunde Zeit. Also so lange gucke ich mir das Auto mal an. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um eine kleine Probefahrt, die ich gemacht habe, und zwar mit dem Tesla Model Y. Ja, wie ich das Ganze empfunden habe oder was ich daran toll finde oder schlecht finde, seht ihr zum einen in dem Video und zum anderen auch nochmal am Schluss, wo ich nochmal ein kleines Statement so abgeben werde. Diese Probefahrt ist, wie gesagt, nur eine kleine Probefahrt. Also ich habe das Auto gerade mal eine Stunde gehabt. Von daher ist es kein Maßstab dafür, ob ihr euch dieses Auto kaufen solltet oder nicht. Das müsst ihr dann schon selbst durch eine Probefahrt oder auch mal einen etwas längeren Test halt ausprobieren. Mein Fazit, wie gesagt, bringe ich am Schluss. Und bis dahin, bleibt dran und schaut euch das Ganze mal an. Tja. Tesla Model Y Performance. Ein Riesenteil, ein Riesengeschoss. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hingucken soll. Fährt sich total ruhig. Also finde ich besser wie, also ich bin noch nicht lange gefahren, jetzt irgendwie einen Kilometer oder so. Aber der erste Eindruck sagt, geiles Auto. Schönes Panoramadach. Durchgezogen, ohne irgendeinen Holm. Aber das Auto ist für die Stadt zwei Nummern zu groß. Was ich auch ein bisschen bescheiden finde, ist, die Kopfstütze ist viel zu kurz. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Also so richtig gesund ist das nicht. Und es könnte so ein bisschen noch was zum Einstellen gehen. Interessant ist es schon, dass man hier so alles Schönes einstellen kann und machen kann, aber gut. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen fahren, weil, wie gesagt, ich habe nur eine Stunde Zeit, dann gebe ich den Wagen wieder ab. Ist schon ein cooles Auto, muss ich mal sagen. Aber riesengroß. Eigentlich schon viel zu groß. Das ist das Einzige, was ich cool finde. Stauraum ohne Ende. Raffiniert. Und der hat da noch Knöpfchen zum Drücken. Naja. Fahren wir eine Runde. Karte, die ist mir gerade runtergefallen, die Karte. Gesehen. Das ist vielleicht eine Hektik hier. Was ein bisschen ungewohnt ist, also wenn ich den Sitz nochmal neu einstelle. Ja, so langsam passt es hier schon. Also Platz habe ich hier oben, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht. Erkennt sogar die Ampeln. Das ist ja geil. Und alle Autos, die hier lang fahren, erkennt er auch. Kann man das sehen? Ja.
Das ist richtig cool. Bin hellauf begeistert. Aber was mir nicht gefällt ist, das Ding ist auch riesig. Da kommt mir das nur so vor. Der wirkt vielleicht nur so groß. Und diese Ruhe hier beim Fahren ist cool. Aber was mich nervt, ist echt die Kopfstütze. Man hört nur das Knädern von den anderen Autos. Warum zeigt jetzt eine grüne Ampel an? Hier ist noch gar keine grüne. Ach, der erkennt die Fußgängerampel als grün. Auch gefährlich. Aber er erkennt die Ampeln. Das ist ja schon mal was. Aber auf Dauer würde ich den Wagen so nicht nehmen. Nee, die sind doof. Also die Kopfstütze, die neigt sich so nach vorne und ich habe sie genau im Hinterhaupt. Das ist eklig. Aber ansonsten, also Lenkung ist leichtgängig, kann man wohl noch schwerer einstellen. Wie alle elektrischen Lenkungen ziemlich ohne Gefühl. Da kriege ich Kopfschmerzen von dem Sitz. Ich würde hier mal gucken. Da. Wie die Lenkradheizung ist. Oh, die geht aber schnell. Schmeißt er nicht sofort raus, das ist cool. Fasziniert ist diese Ruhe. Also jetzt hier in der Stadt, wobei man hört die Reifen ganz schön. Die sind so straff gefedert. Irgendwas stimmt mit dem Sitz nicht so richtig. Aber bei dem Sitz habe ich so das Gefühl, der ist links enger wie rechts. Oder ich sitze schief. Eins von beiden.
hier drin, wenn ich bin das Pinal. Ist schief das Bild, ich weiß, aber geht gerade mal nicht anders. Das ist jetzt mal so improvisiert einmal aufnehmen. Tesla Model Y. Das hier ist das Performance-Modell. Ich wollte eigentlich Long Range testen. Das wäre eine softere Variante gewesen. Was ich wirklich gut finde, was die super machen, ist die Tatsache mit diesem One-Pedal-Drive. Sagen wir es mal so. So fahren tut er sich recht gut. Aber was mich stört, ich würde jetzt die Heizung ändern wollen. Und dann muss ich hier erst auf ein Display tippen. Weil ich das Ganze irgendwo nicht erkenne. Ich kann gerade nicht sehen, also unten ist die Temperatur mehr. Doch. Ist schon beachtlich, das Ganze. Gewöhnungsbedürftig ist es so oder so. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich zu dem Auto sagen soll. Sitze gefallen mir nicht. Irgendwie drückt er links mehr rein wie rechts in die Flanke. Das kann aber daran liegen, dass er ein Seitenairbag links drin hat. Aber er müsste rechts auch ein Airbag haben. Oder? Fähnchen hat er nicht dran. Ich auch nicht. Ja, ich vermute, dass er ein Zentralairbag hat. Was mich noch stört, ist die Tatsache mit der Kopfstütze. Kopfstütze geht gar nicht. Das ist echt voll daneben, das Ding. Ich finde das auch toll, wie smooth er anhält. Und wie er dann auch aus den Tempomaten rausgeht, wenn man den mal drin hat. Die Lenkung ist sehr direkt. Aber gefühllos. Also ich spüre nicht, was die Vorderräder machen. Aber das ist halt elektrische Lenkung. Ich mag eigentlich auch gar nicht weiterfahren. Also das ist so einfach nicht mein Auto. Also wenn ich mir jetzt ein anderes Auto holen würde für den Alltag, wäre das eigentlich etwas softer. Und vor allem nicht mit diesen Kopfschmerzen, die ich hier kriege. Das finde ich ein bisschen schade. Also die Sitze sind echt doof und ich meine, die machen genau das Gleiche, was Volvo seit Jahrzehnten macht. Diese Integralsitze, die absolut kacke sind. Weil wenn man etwas größer als die Norm ist, für die die Sitze gebaut wurden, dann passt der ganze Sitz nicht. Und das finde ich einfach nur zum Kotzen, auf gut Deutsch gesagt. Den Wendekreis, das ist ja echt ein Monster von Wendekreis, ne? Da kannst du ja vergessen hier. Also hier komme ich mit meinem Volvo locker rum und das Ding hier muss ich Anlauf nehmen. Was ich wiederum interessant finde, Kameras. Was die Kameras hier alles zeigen, ist echt irre. Ein Lenkradwahlhebel finde ich ja auch cool. Jetzt möchte ich mal was ausprobieren. Einfach mal einparken hier. Ups. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mich so an One-Pedal-Drive gewöhnen kann. Wobei ich habe mich noch nicht ganz dran gewöhnt. Ich bin ja eigentlich derjenige, der mit dem linken Fuß die Bremse betätigt und dementsprechend halt muss ich hier gerade mal einpacken. Das sieht im Spiegel alles total dicht aus, wenn ich jetzt aber die Kamera sehe, hat das schon gar nichts mehr damit zu tun. Was ich cool finde, die Spiegel verstellen sich. Irgendwie Licht anmachen. Ja, es werde Licht. Hurra. Gibt es ja auch noch ein Licht? Ja, also man kann hier tatsächlich Licht produzieren ohne Ende. Wusste ich gar nicht so. Naja. Eigentlich ein cooles Auto. Für mich
Nee, also ich könnte mit den Sitzen nicht klarkommen. Ich sitze hier auch so ein bisschen Affe auf Schleifstein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe den jetzt komplett geneigt, mehr geht nicht. Nee. Ich habe allerdings auch jetzt einen Winkel, wo ich sagen muss, da komme ich mit den Füßen gut zurecht. Wenn da unten so was sieht. Nee, man sieht da unten nichts, ne? Nee. Ja, ich wollte jetzt eigentlich mal gucken. Ah, so. Da unten mal reinfilmen. Also, so sitze ich halt. Angenehm. Ich könnte jetzt noch weiter nach hinten, dann habe ich aber schon wieder irgendwie einen Winkel, der mir nicht so gefällt. Jetzt müsste man mal gucken, was sieht man hier hinten? Wie sieht es da aus? Ja, also schick ist das Auto schon. Also da kann man nichts gegen sagen, aber oh, Fingertaps. Na gut. Ist schon schick gemacht. Also muss man ganz ehrlich sagen. So, ich werde jetzt wieder zurückfahren. Viertelstunde habe ich. Zum kleinen Fazit oder auch größeren. Ich denke mal, ihr habt das im Video schon so leicht rausgefunden. Es gibt so zwei Kritikpunkte, die für mich das Auto eigentlich ja, außer Wahl rausfallen lassen würden. Das eine wäre halt einmal die Größe. Für die Stadt brauche ich ein etwas kleineres Auto. Klar, auch ein bequemes zum Einsteigen. Das Model Y ist da super. Doch, ja, wie soll ich sagen? Also von der Größe her ist es einfach zu fett, das Auto. Es ist einfach viel zu groß für die Stadt. Der andere Kritikpunkt und womit das Auto komplett rausfällt, das ist wiederum ein Punkt, den ich heutzutage im Jahr 2023, haben wir heute, beziehungsweise 2022, wo ich das Auto getestet habe, absolut nicht mehr verstehe. Und das ist, oder sind vielmehr die Sitze. Wie kann man bitte schön heute noch Sitze mit Integralkopfstützen bauen, wo man gar nicht weiß, wie groß der Fahrer ist, der da reinkommt? Also sowohl für kleine wie auch für größere Leute sind diese Sitze einfach nicht geeignet. Es passt nur der Durchschnittsbürger da rein, der vielleicht wirklich, sag ich mal, 1,85 oder 1,90 nicht überschreitet. Sobald ihr größer seid, ja, passen die Sitze nicht mehr so ganz. Was bei mir da nicht passt, erkläre ich euch jetzt. Zum einen, die Sitze sind wirklich super von der Verarbeitung, vom Sitzen her absolut klasse. Das Einzige, was mich dran stört, wie gesagt, sind diese Integralkopfstützen, weil die haben ein Problem. Sie hören genau hier auf und drücken hinten rein, wo, na, unterhalb vom Schädel sozusagen, da wo die ganzen Muskeln und Sehnen sitzen und ja, das ist unangenehm. Da habe ich innerhalb von ein paar Minuten habe ich da Kopfschmerzen von gekriegt und das muss eigentlich nicht sein. Könnte man die Kopfstütze verlängern oder erhöhen vielmehr, dann wäre das Problem nicht. Das Problem liegt aber auch daran, dass die Kopfstütze einen Knick nach vorne macht und somit komme ich da mit dem Kopf gegen, aber hier unten ist alles frei. Also die Sitze sind halt, wie gesagt, für große Leute nicht so geeignet. Das muss aber jeder mal selbst ausprobieren. Der eine hat ja längere Beine, dafür einen kleineren Oberkörper. Bei mir ist alles gleichmäßig verteilt. Also insofern ist das halt ein bisschen Ansonsten. schwierig. Wie gesagt, die Sitze sind eigentlich klasse. Was mich noch ein wenig stört, das ist aber, denke ich mal, eine Übungssache, ist halt dieser große Bildschirm. Da läuft alles drüber. Wenn ihr die Heizung einstellen wollt, wenn ihr die Sitzheizung einstellen wollt, wenn ihr Spiegel einstellen wollt oder weiß ich nicht, was man da noch alles drüber einstellen kann oder Informationen haben wollt, alles läuft über diesen Bildschirm. Wiederum muss man teilweise zum Einstellen, zum Beispiel für die Spiegel, wieder ans Lenkrad gehen, was ich dann wiederum persönlich umständlich finden. Es gibt aber auch Leute, die finden das total klasse, die fummeln da gerne dran rum. Das sind so eine Technikfreaks, die gerne mit Computern rumbasteln und all so ein Kram. Ist ja auch alles in Ordnung. Für mich persönlich ist das nichts. Klar, man muss sich dran gewöhnen, aber passt nicht. Was ich wiederum total klasse finde bei diesem Auto, ist One Pedal Drive. Ihr geht einfach vom Gaspedal runter. Man gewöhnt sich sehr schnell dran, wann man das macht. Ja, das ist so eine leichte Übungssache, aber man kommt sehr schnell rein. Und wenn man damit schon mal gefahren ist mit so einem One Pedal und Drive oder mit Rekuperation generell, dann weiß man schon, dann hat man das ganz schnell im Gefühl drin. Jetzt muss ich Gaspedal wegnehmen und oder den Fuß vom Gaspedal nehmen und dann rekuperiert das Fahrzeug bis zum Stillstand. Und das finde ich klasse. Ähnliches hatte ich beim Kia gehabt bisher, beim e-Niro oder aber auch beim e-Soul. Da muss man allerdings links
dann diesen Lenkradpedal ziehen und gezogen halten, bis das Fahrzeug zum Stehen kommt. Das ist eine andere Art von One-Pedal-Drive, ne? Also Pedal am Lenkrad. Und das ist aber nicht so komfortabel wie halt vom Tesla. Was ich auch ausprobiert habe und was ich sehr gut fand, was ich allerdings bei anderen noch nicht ausprobiert habe, wie das da funktioniert, das könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr das schon mal ausprobiert habt. Wenn ich den Tempomaten drin habe und ich kicke ihn raus, egal ob jetzt mit einem Schalter oder mit einem Bremspedal, dass ich das einmal kurz ankicke, so mache ich das zumindest immer beim Fahren. Was passiert dann eigentlich, wenn ich die Rekuperation drin habe? Haut er sofort voll rein oder nicht? Und beim Tesla finde ich das sehr angenehm. Er fängt erstmal mit Segeln an und baut dann die Rekuperation recht zügig auf. Also so, dass nicht gleich der Hintermann voll reinfährt, weil ihr voll in die Eisen steigt. Das finde ich super. Was ich auch klasse finde. Und das ist absolut, habe ich bisher so noch nicht gehabt. Klar, dieser Bildschirm ist eine Sache für sich. Aber was auf diesem Bildschirm angezeigt wird, ist einfach genial. Wenn ich blinke, wird das Bild der Seitenkamera angezeigt, wohin ich blinke, also links oder rechts. Und dann kann man richtig schön sehen, kommt da noch wer oder nicht, komme ich rum oder ist da die Bordsteinkante, wie auch immer. Finde ich total super. Auch beim Rückwärts-Einparken, die Kameras, die helfen unwahrscheinlich und man sieht unwahrscheinlich viel dabei. Was halt auch total super ist, zumindest von dem Eindruck, den ich jetzt hatte, ist halt die Verarbeitung des Fahrzeugs. Wo ja sonst immer so rumgemäkelt wurde, Tesla sei nicht so gut verarbeitet. In dem Auto konnte ich das überhaupt nicht feststellen. Also zumindest nicht für diese wohlgemerkt kurze Zeit, die ich das Auto hatte. Da funktionierte einfach alles. Und es hat nichts geklappert, es hat nichts geknirscht, gar nichts. Es war total super. Wie gesagt, also für mich ein absolutes No-Go sind diese Sitze, womit dieses Auto schon mal rausfällt. Ich muss auch dazu sagen, ich habe dann noch im Ausstellungsraum einen Long Range mich reingesetzt. Da sind die Sitze weicher und dieses nach vorne geneigte ist etwas mehr gepolstert. Drückt aber trotzdem hinten rein. Also es hat eigentlich an der Situation nichts geändert, außer dass ich vielleicht nicht nach 5 Minuten Kopfschmerzen kriege, sondern nach einer halben Stunde. Aber für dieses Auto ist das dann im Endeffekt unbrauchbar. Hätte dieses Auto andere Sitze, wäre es halt sozusagen besser. Was mir auch auffällt, und das ist mir bei einigen Teslern schon aufgefallen, wenn ich mich reinsetze in den Vordersitz, je nachdem links oder rechts auf der Außenseite, habe ich immer das Gefühl, dass da so dieser Airbag-Kasten von dem Seiten-Airbag zu spüren ist, weil da die Flanke irgendwie etwas enger ist wie auf der anderen Seite. Und da ich schon auf beiden Seiten gesessen habe, kann ich das halt auch sagen, ist immer die Außenseite. Finde ich halt ein bisschen merkwürdig, habe ich aber auch schon bei anderen Autos gemerkt. Also irgendwie sollten vielleicht die Sitzhersteller oder Entwickler generell mal ein Augenmerk darauf blicken, schmeißen, dass halt dieser Airbag-Kasten nicht zu sehr in den Sitz reingeht, also jetzt in die Flanke und somit die Flanke nach innen drückt. Ich finde das ein bisschen unangenehm, weil man dann auch ungleichmäßig sitzt, also immer halt so nach innen gedreht so ein bisschen, also jetzt übertrieben gesagt, ist das halt ein wenig bescheiden. Sagen wir es mal so, das Auto als solches im Ganzen betrachtet ist total super, er fährt sich total leicht, die Lenkung, also dafür, dass das Ding ja nun mal nicht gerade leicht ist, ist einfach spielerisch, also ist halt eine elektrische Lenkung und keine Servolenkung, die noch direkt, sage ich mal, den Fahrbahnkontakt weitervermittelt. Das hat man nicht. Ein bisschen komfortabler wird er sehr wahrscheinlich, wenn man nicht diese riesen Räder da drauf hat. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Zoll die hatten. Ich glaube 20 Zoll und Long Range hat 19 Zoll, wenn ich mich nicht ganz irre. Da ist ein bisschen mehr Gummi drum und man hätte auch ein bisschen mehr Komfort, halt auch in Verbindung mit den weicheren Sitzen. Das wäre so eher meine Vorstellung, wenn jetzt Tesla das noch auf die Reihe kriegen würde, halt höhenverstellbare Kopfstützen beispielsweise einzubauen oder aber diese Neigung nach vorne rauszuschmeißen und die Kopfstützen noch zu verlängern, dass auch größere Leute drin sitzen könnten, wäre das wahrscheinlich ein perfektes Auto, wobei kleinere sich dann auch wieder drauf aufregen würden oder beschweren würden, weil das dann auch nicht so ganz passt. Also es ist immer so ein Hin und Her. Da kann ich ganz einfach nur sagen, im Kia Soul EV sind höhenverstellbare Kopfstützen drin. Da kann ich mich reinsetzen,
Das Ding passt einfach. Ja, es sind nicht die bombastischen Sitze. Also wir sitzen da nicht in einem Rolls-Royce oder in einem Bentley oder in einem Mercedes. Schieß mich tot. Ja, also so eine Sitze sind es nicht. Aber es sind Sitze, mit denen man lange Strecken fahren kann, ohne dass man sich da irgendwie verrenken muss oder Kopfschmerzen von kriegt. Wie gesagt, ich finde das Auto klasse. Finde ich immer noch. Das ist halt wirklich ein super gelungenes Auto für die Allgemeinheit. Für mich persönlich ist es nichts, weil zum einen zu groß und zum anderen halt die Sitze absolutes No-Go. Wie gesagt, wird das Auto jetzt wieder zurückgehen. Das heißt, das war's denn erstmal. Vielleicht hat es euch ja gefallen. Mir zumindest schon. Also ich bin jetzt wenigstens mal mitgefahren. Aber ich muss sagen, also kann man das hier sehen mit der Kopfstütze? Die knallt mir da hinten also richtig schön rein. Und das drückt sich einfach am Hinterhaupt zu sehr. Da habe ich keinen Bock drauf. Also kriege ich echt Kopfschmerzen so langsam. Und die Kia-Sitze sind schon geil. Ne? Also das Ding hier hat echt Sitze eine Nummer schlechter. Muss ich mal ganz einfach so sagen. Aber gut, ich bin auch nicht gerade Standard. Ne? Okay, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wenn ihr dieses Video seht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.